Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie der Train Service funktioniert. Aber was ist eigentlich der Train Service? Naja, das ist ziemlich simpel gesagt. Der Train Service lässt euch Dinge machen wie das da. Jetzt haben wir einen großen Roblox Felix. Aber wie ist der so schön groß geworden? Basically könnt ihr mit dem Train Service in Roblox einfach irgendeinen Wert nehmen und den Wert verändern über einen bestimmten Zeitraum. Und alle Veränderungen, die dazwischen sind, die macht der Train Service für euch automatisch mit. Gucken wir mal an, wie wir das machen können. Hier unten haben wir unseren Roblox Felix, den ich schon vorbereitet habe. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz simpel an. Ich füge einen neuen Part zum Spiel hinzu. Dafür bin ich hier oben auf Home, drücke auf Part. Hier haben wir unser Part, steckt im Workspace drin. Ich drücke hier auf Plus, um ein Script hinzuzufügen. Und das nenne ich jetzt einfach mal Train Script. So, wir haben unser Train Script. Und als allererstes, wenn man den Train Service nutzen will, muss man sich natürlich den Train Service holen. Dafür schreibe ich local train ist gleich game.getService-train-service. Was wollen wir zum Beispiel verändern? Eben habe ich bei Roblox Felix gezeigt, wie man ihn größer macht. Wir können aber alle möglichen Eigenschaften von diesem Part hier verändern. Wenn wir das Part anklicken, sehen wir hier in den Properties, ja, der hat einige Properties und jede dieser Properties lässt sich mit dem Train Service bearbeiten. Natürlich Sachen, die im Boolean sind, wie can't touch. Da gibt es kein in-between. Es gibt an oder aus. Das heißt, da kann man nichts trainen. Aber Sachen, die man halt einstellen kann, wie zum Beispiel die Transparency, die hat hier einen Slider und man kann auch so sliden. Das bedeutet, wir machen es jetzt zum Beispiel mal mit Transparency. Wir gehen rein in unser Train Script, schreiben jetzt erstmal local part ist gleich script.parent, weil wir wollen ja diesen Part hier bearbeiten, in dem das Script drin liegt. Und um den Train vorzubereiten, braucht man schon eine Menge Kleinigkeiten, die man vorbereiten muss. Wir machen jetzt erstmal einen sehr basic Aufbau. Zuerst brauchen wir einen local info, das ist dann unsere train info. Deswegen schreibe ich auch ist gleich train info.new. Das ist eine Funktion und in die Funktion können wir verschiedene Parameter reinwerfen, wie zum Beispiel wie lange dieser Übergang dauern soll. Sagen wir mal 2 Sekunden. Als nächstes brauchen wir noch einen Table, der zeigt, was für Werte wir verändern wollen, weil wir können das mit mehreren Werten auf einmal machen. Dafür schreibe ich jetzt wieder local ziel ist gleich und dann geschwungene Klammern, um ein Table festzulegen. Und was wollen wir festlegen? Wir wollen die Transparency ändern. Deswegen schreibe ich hier auch rein Transparency. Wichtig, ihr müsst es genauso schreiben, wie es hier auch drin steht. Und dann sagen wir Transparency ist gleich 1, weil wir wollen, dass es durchsichtig wird. Als nächstes müssen wir den Train erstellen, deswegen sagen wir jetzt local train. Diesmal habe ich es nicht in Caps geschrieben, ist gleich train in Caps, also der Train Service, Doppelpunkt create. Und dann schreiben wir einfach part, info, ziel. Jetzt haben wir ein Trade created mit Part, Info und Ziel in der Reihenfolge. Ich sage jetzt noch einmal wait, sagen wir mal 2 Sekunden, damit es nicht sofort losgeht. Und dann, um den Train zu starten, schreiben wir einfach nur train, Doppelpunkt play. Ich gehe jetzt rein in das Spiel lädt, hier haben wir unser Part und es wird direkt durchsichtig. Weg ist es. Für die, die es nicht gesehen haben, ich mache den Wait mal auf 4 Sekunden, dass wir nochmal hingehen können und es in Ruhe sehen können. So, hier haben wir unser Part und der Stream played und es ist weg. Also es ist nicht weg, es ist noch da. Ich kann sogar drauf stehen, es ist nur durchsichtig geworden. So macht man erstmal grundsätzlich ein Train. Aber man kann mit dem Train-Service noch sehr viel mehr machen, weil wir haben die Possibilities von Train-Info noch lange nicht ausgeschöpft. Man kann bei Train-Info noch ganz viele weitere Werte einfügen. Was ihr seht, wenn ich hier reinklicke, steht hier oben Number, Easing Star, Easing Direction, Number, Boolean, Number. Und das sind alle Variablen, die in eine Train-Info rein können. Ich sage können, weil ihr seht, hier hat es einfach nur mit der Zeit funktioniert und das ging dann. Für alles weitere wurden dann Standardwerte ausgewählt. Okay, um jetzt weiter auf die Train-Info einzugehen, mache ich hier mal ein bisschen Platz, damit wir das sehen können. Und wir können natürlich die Sachen hier auch untereinander schreiben. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen Abstand rein und wir fangen dann an, hier zu schreiben. Die Zeit lege ich mal hier oben fest. Local Zeit ist gleich 2 Sekunden. Und dann sagen wir hier einfach Zeit, weil der erste Wert ist ja immer die Zeit. In die nächste Zeile gehen wir rein. Und jetzt sagt er enum.easingStyle. Also schreiben wir das auch einfach mal. enum.easingStyle. Und dann schreiben wir nochmal Punkt. Und jetzt haben wir ja alle Optionen, die es so gibt. Außer getEnumItems. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten, um die Animation am Ende ein bisschen belebter zu machen. Der Standard ist natürlich linear. Wo haben wir? Hier ist linear. Das ist der Standard. Das heißt, es läuft alles komplett linear hin und her. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Elastik stellen, dann bedeutet das, dass das so richtig wild bounced. So hin und her. Machen wir einfach mal. Ich zeige euch die anderen Easing Styles gleich noch. Wir drücken jetzt hier auf Komma. Gucken uns das nächste an. Da steht jetzt oben enum Easing Direction. Also schreiben wir das auch. enum.easing Direction. Und da gibt es 3 Optionen. Und zwar in-out, out und in. Und das legt halt fest, wenn wir hier zum Beispiel Elastik haben, an welcher Stelle es elastisch sein soll. Am Anfang der Animation, am Ende der Animation oder am Anfang und am Ende der Animation. Ich mach mal out
weil es am Ende elastisch sein soll. Jetzt schreibe ich wieder Komma. Jetzt verlangt er nochmal nach einer Zahl. Wofür ist diese Zahl? Da steht er nicht. Ist ein bisschen blöd gemacht, dass das da nicht steht. Aber dafür habt ihr ja mich. Ich schreibe hier jetzt erstmal 0, weil das ist, wie oft diese Animation wiederholt werden soll. Wenn wir das auf 0 schreiben, wird dieser Train einmal abgespielt. Wenn wir es auf 1 packen, wird er zweimal abgespielt. Wenn wir es auf 2 packen, wird es dreimal abgespielt, weil das sind die Wiederholungen. Deswegen packe ich das auf 0. Dann fragt er Boolean. Und dieser Boolean, den stellen wir jetzt erstmal auf False. Der ist dafür da, um zu sagen, soll sich diese Animation wieder rückgängig machen am Ende. Das heißt, wenn wir das auf True stellen, dann wird es erst abgespielt und dann wird es nochmal rückwärts in die andere Richtung abgespielt, bevor die Animation fertig ist. Am Ende fragt er nochmal nach einer Number und die Number ist dann ein Delay für den Fall, dass es sich wiederholt. Wie lange soll es warten, bis es sich wiederholt, das packe ich auch erstmal auf 0. Wichtig ist, dass ihr hier hinter kein Komma packt, weil das würde ja implizieren, dass wir noch einen weiteren Wert hinzufügen, aber es gibt keinen weiteren Wert. Das sind die Werte, die man einpacken kann. Ich kommentiere sie mal für euch, damit ihr das halt besser sehen könnt. Zeit. Oder ich schreibe mal Dauer. So, ich habe es jetzt hier alles kommentiert, wofür die ganzen Werte sind. Dauer, Easing Style und Easy Direction kann ich halt nicht anders erklären. In einem einfachen Wort Wiederholung, ob es rückgängig gemacht werden soll. Ich mache hier mal ein Fragezeichen. Und die Verzögerung. Wenn ich jetzt wieder auf Play drücke, dann hat sich gar nicht viel geändert, weil wir haben eigentlich nichts umgestellt, außer dass es jetzt elastisch ist. Das bedeutet, am Ende wird es dann wahrscheinlich flackern, weil es erst rein, raus geht kurz vorm Ende. Schauen wir uns einfach mal an. Hier ist das Part und jetzt geht's los. Bam, bam. Ihr habt es gesehen, es ist am Ende nochmal leicht aufgeflackert. Wir können uns nochmal den Roblox Felix angucken, wie er hier gleich wächst. Ja, wächst er auch schon und er wird kleiner, größer. Es bounced. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen näher auf die Easing Styles ein. Dafür gehe ich einmal auf die Dev-Forum-Seite zum Easing Style. Hier steht das einmal alles ganz ausführlich. Könnt ihr auch einfach suchen nach Roblox Easing Style, dann kommt ihr auch auf diese Seite. Und hier wird das in so einem Graphen dargestellt. X und Y. Das bedeutet, diese Achse ist die Zeit, über die sich die Animation abspielt. Und diese Achse hier ist wie weit diese Animation fortschreitet. Wenn ihr es auf linear stellt, geht es einfach ganz linear durch. Wenn ihr auf Sine stellt, dann geht es erst langsam los und dann schneller weiter. Halt ein bisschen, das ist dann ein bisschen natürlicher. Quad macht genau das gleiche, nur viel extremer. Crint macht das gleiche, noch nur nochmal extremer. Dann gibt es auch Back, das ist so zum Ausholen, bevor man nochmal weitergeht. Quad macht das gleiche dann auch nochmal, also das sind halt Sine, Quad, Quad und Crint sind alle sehr ähnlich, nur leicht abgetweakt, weil in Roblox haben wir nicht die Möglichkeit, selbst an dieser Kurve zu tweaken. Deswegen haben sie uns diese verschiedenen Kurven zur Verfügung gestellt. Im Bounce seht ihr hier, es geht erst los, beziehungsweise hier geht es tatsächlich runter. Okay, hier ist dann Easing In, aber wir gehen mal von Easing Out aus. Also gehen wir jetzt davon aus, dass es hier oben anfängt und hier unten endet. Es geht halt langsam los, wird dann immer schneller, kommt am Ziel an, geht zurück, geht zum Ziel, geht zurück, geht zum Ziel und kommt dann irgendwann an. Elastic macht das gleiche, nur dass es über das Ziel hinausschießt und dann halt noch ein bisschen natürlicher. Hängt halt davon ab, ob man mit dem Boden arbeitet oder nicht. So, dann haben wir hier noch Exponential. Das bedeutet einfach nur, dass es richtig langsam losgeht und richtig schnell am Ende endet. Circular ist einfach eine gleichmäßige Kurve. Und Cubic ist dann auch nochmal so in die Richtung Sine, Quad, Quad, Quint mit einer eigenen Kurve. Wenn ihr euch das nicht richtig vorstellen könnt anhand dieser Graphen, gibt es hier unten noch eine Demonstration, die sie uns zur Verfügung gestellt haben und ihr könnt euch das angucken. All diese Kästchen werden mit dem Train Service von links nach rechts bewegt und sie haben alle dieselbe Zeit. Ihr seht, manche kommen früher an, aber bounce noch länger weg. Manche sind halt auf dem Weg drin schneller. Linear sieht so aus, als ob es am langsamsten ist, aber tatsächlich kommen im Endeffekt alle am Ende gleich beim Ziel. Ihr seht, Bounce macht so, Elastic macht, schießt übers Ziel hinaus. Also ich hoffe, ihr konntet das jetzt verstehen. Wir können jetzt mal was anderes damit machen, wo wir all diese Informationen haben. Weil die Transparenz bearbeiten ist ja relativ langweilig. Wir können diesen Part natürlich auch bewegen. Wir können zum Beispiel sagen, das Part ist, startet hier und es soll dann am Ende hier hin. Alles, was ich mache, ist, ich packe das Part jetzt einfach mal hier hin, gehe dann in die Properties hier unten auf Position und kopiere mir die Werte raus. Hier soll es ja hin am Ende. Und hier startet es. Also packe ich es hier hin, wo es startet. Jetzt gehe ich ins Stream-Script rein. Sage ans Ziel nicht mehr Transparency ist gleich 1, sondern Position ist gleich. Und jetzt können wir die Werte hier nicht einfach so reinkopieren, weil das funktioniert leider nicht. Wir müssen erstmal schreiben Vector3.new
Und dann in die Klammern pasten wir das alles rein. Ich würde sagen, die Animation soll dann noch ein bisschen länger dauern. Wir bleiben beim Easing Style jetzt erstmal bei Elastic, dass ihr es dann besser sehen könnt. Easing Direction lasse ich auch auf Out. Wiederholung lasse ich auf 0. Aber rückgängig mache ich einfach mal auf True. Dann seht ihr, was das rückgängig einmal macht. Es bewegt sich einmal hin und danach bewegt es sich direkt wieder zurück. Das letzte, was ich mache, ist, ich nehme noch dieses Part hier und packe es auf Anchored, damit Physik da nicht noch dazwischen spielt, und drücke jetzt auf Play, um mir dann die Animation anzugucken. Wir gehen rein, hier haben wir unser Part und in 4 Sekunden geht es dann los. Puh, es schießt ab und es kam richtig smooth am Ende an, weil es war elastisch und jetzt geht es elastisch wieder zurück und bam! Ist natürlich blöd, wenn man Out macht. Man hätte tatsächlich lieber, dass es immer am Ende elastisch ist. Tatsächlich lässt sich das so gar nicht einstellen. Da dürft ihr diesen Spaß hier nicht auf True stellen, sondern müsst es auf False stellen und müsst einen zweiten Train machen mit einem neuen Train Goal bei der Ursprungsposition. Das heißt, wir kopieren uns einfach das hier, sagen dann Ziel 2 ist gleich. Und dann haben wir hier dieses Part wieder. Ich klicke es an, nehme mir diese Positionswerte hier und paste die Positionswerte dann hier rein. Und kopiere jetzt auch noch diesen Train hier. Kopiere ihn mir, sage dann Train 2, Create, Part, Info. Und dann sagen wir Ziel 2. Und wir können nicht einfach sagen Train Play und dann Train 2 Play, weil sonst spielen die Trains beide gleichzeitig und die stören sich gegenseitig. Aber wir können das ganz ein bisschen anders machen. Wir können zum Beispiel jetzt hier reingehen und sagen Train.completed. Doppelpunkt Connect. Und jetzt schreiben wir hier einfach rein Function, Klammer auf, Klammer zu. Und hier schreiben wir rein Train 2 Play. Das bedeutet, sobald der erste Train fertig ist, wird der zweite Train abgespielt. Jetzt drücke ich wieder auf Play. Und wir gucken uns an, was wir getan haben. Wir haben hier unser erstes Part. Warten 4 Sekunden, es schießt los. Es kommt an. Und es schießt zurück. Und es kommt an. Und diesmal ist es immer am Ende elastisch gewesen. Wir können uns jetzt hier einen ewigen Loop gestalten, indem wir jetzt einfach sagen, Train Play, Train.completed Connect Train 2 Play. Und jetzt sagen wir hier, Train2.completed, Doppelpunkt Connect Function, Train Doppelpunkt Play. Jetzt haben wir uns einen unendlichen Loop geschaffen, bei dem die Trains immer im Loop hin und her ablaufen und die Easing Direction auch immer bei Out bleibt. Wir drücken einfach mal auf Play und gucken uns das Ganze an. So, es schießt los, bounced ab und dann schießt es zurück, bounced in seine Position und dann schießt es wieder hin und bounced und dann schießt es wieder zurück. Und das geht jetzt ewig weiter und Roblox Felix wächst da hinten auch. Und jetzt haben wir ein Part erstellt, das die ganze Zeit hin und her schießt, ziemlich schnell. Und das hört auch niemals auf. Wenn ihr euch Sorgen um die Performance des Threads macht, dann packt ihr einfach einen Task.rate rein und hier auch. Weil so ein Task.rate schadet nicht, sorgt dafür, dass der Thread dann erstmal wieder sich entspannen kann. Das Lustige ist, wir können hier in unsere Ziele noch ganz andere Sachen reinschreiben, weil das ist ja ein Table. Packe ich das hier einfach mal so untereinander, damit es ein bisschen besser zu lesen ist. Und wir können hier in den Table zum Beispiel noch ein Komma machen. Dann können wir sagen, Size ist gleich Vector3.new. Sagen wir mal 1,2,3. Und dann nehme ich diese ganze Zeile hier, kopiere sie auch in Ziel 2 rein. Natürlich das Komma hier oben nicht vergessen. Aber nehme mir dann auch die Ursprungsgröße vom Part und das ist 4,1,2. Pack die hier rein, drück jetzt auf Play und jetzt animieren wir nicht nur die Position, sondern wir animieren die Position und die Größe. Und die wird auch elastisch. Ihr seht, jetzt warpt das richtig hin und her. Also das wird teilweise sogar richtig flach, wenn es hier ankommt. Ziemlich cool, oder? Wenn ihr weitere Fragen zum Train-Service habt, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server und stellt die Fragen dort in Roblox Studio Fragen. Ich helfe euch da gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!